Hattest du in letzter Zeit mit Nackenschmerzen oder Verspannungen zu kämpfen? Mein Name ist Lara Adloff und ich zeige dir heute, wie du mit 5 einfachen Übungen deine Nackenschmerzen lösen kannst. Ich selbst habe meine Nackenschmerzen mit diesen Übungen auf Dauer nachhaltig reduziert. Die Übungen sind nicht nur super einfach auszuführen, sie haben auch eine effektive Wirkung. Sie halten deine Muskulatur auf Dauer geschmeidig, wodurch dein Nacken flexibel bleibt und du dein Verletzungsrisiko stark reduzierst. Übung Nummer 4 ist übrigens meine Lieblingsübung. Achte bei allen Übungen auf eine langsame, bewusste Ausführung und natürlich auch auf eine regelmäßige Atmung. Vertrau dazu auf dein Körpergefühl. Solltest du starke Schmerzen spüren, unterbrich die Übung bitte sofort. Bist du bereit? Dann legen wir gleich los. Die erste Übung nenne ich Straße überqueren. Stelle oder setze dich aufrecht hin und richte deinen Blick nach vorne. Achte auch bei der gesamten Übung darauf, dass dein Kopf gerade bleibt. Drehe nun deinen Kopf langsam und bewusst zur rechten Seite, als würdest du am Straßenrand drehen und prüfen, ob ein Auto kommt. Halte die Position kurz am Ende und drehe deinen Kopf langsam wieder zur Mitte. Nun langsam weiter nach links. Für einen Moment halten. Und wieder zur Mitte drehen. Achte auch darauf, dass dein Atem während der Übung normal weiterfließt. Nach rechts und zur Mitte. Und versuch am besten eine gerade Linie zu fokussieren, damit dein Kopf auch gerade bleibt. Kopf nach links drehen, wieder zur Mitte. In der zweiten Übung zeichnen wir nun mit dem Kopf einen Halbkreis nach. Drehe deinen Kopf nach links und richte deinen Blick zum Boden. Lasse das gesamte Gewicht deines Kopfes nach unten fallen. Und nun zeichne langsam einen Halbkreis zur rechten Seite und wieder nach unten, über die Mitte und nach links. Nochmal einen Halbkreis zur rechten Seite. Und lasse wirklich das gesamte Gewicht deines Kopfes nach unten ziehen, um so Länge in den Nacken zu bekommen. Wieder nach rechts. Und zur Mitte. Übung Nummer 3 ist super simpel und sorgt ebenfalls für eine angenehme Dehnung im hinteren Nackenbereich. Lege hierfür deine Hände an deinen Hinterkopf und drücke deine Ellbogen etwas zusammen. Senke deinen gesamten Kopf in Richtung Brust nach unten. Atme tief ein und aus und achte darauf, dass deine Wirbelsäule aufgerichtet ist. Drücke nur mit deinen Händen leicht gegen deinen Hinterkopf. Achte darauf, dass du nicht zu sehr ziehst, sondern vor allem einfach ein bisschen die Schwerkraft noch unterstützt und so mehr Länge und Dehnung in deinen Nacken zu bringen. Du kannst jetzt die Dehnung noch etwas mehr verstärken, indem du deinen Kopf leicht nach links und rechts drehst. Und wieder nach oben kommen. Kommen wir nun zu meiner Lieblingsübung. Diese Übung dehnt die seitliche Nackenmuskulatur und sorgt bei mir für sofortige Entspannung. Achte auch bei dieser Übung wieder auf eine aufrechte und entspannte Körperhaltung. Neige deinen Kopf nach rechts, sodass du eine Dehnung auf der linken Seite spürst. Lege nun deine
rechte Hand links an deinen Kopf und verstärke die Dehnung so ein bisschen. Achte auch hier wieder darauf, dass du nicht an deinem Kopf ziehst und zu sehr Druck ausübst, sondern nur eine sanfte Dehnung erzeugst. Nimm deine Hand weg und drehe deinen Kopf zur rechten Schulter. Bleibe ein bisschen in der Position und komm dann langsam wieder zur Mitte in die Ausgangsposition. Wir wiederholen die Übung auf der anderen Seite. Neige deinen Kopf zur linken Schulter und nimm auch hier wieder die Hand an deinen Kopf zur Verstärkung der Dehnung. Und achte, wie bei allen Übungen, auf eine gleichmäßige Atmung. Dreh den Kopf zur linken Schulter. Und komme dann langsam wieder zur Mitte. Kommen wir nun zur letzten Übung, die nochmal für einen perfekten Ausklang sorgt. Und gemeinsam massieren wir jetzt unseren Nacken. Und zu Beginn kannst du erstmal deine Handflächen aneinander reiben, um so Wärme zu erzeugen. Die Wärme regt die Durchblutung deiner Muskulatur an und hilft dir damit, die Verspannungen schneller loszuwerden. Lege jetzt deine Fingerspitzen an den Anfang deiner Haare quasi, an den Haaransatz im Nacken und ziehe langsam mit den Fingerspitzen bis zur Schulter. Den Muskel entlang. Du merkst dabei vielleicht auch, wo besondere Blockaden oder Verspannungen sind und dort kannst du dann nochmal auf der Stelle mit kreisenden Bewegungen bleiben. Und gucke immer, dass du mit einem angenehmen Druck für dich arbeitest. Und du kannst immer an den verschiedenen Stellen nochmal stehen bleiben und auf der Stelle kreisende Bewegungen ausführen. Und zum Schluss nochmal zu den Schultern ausstreichen. Super, du hast alle Übungen geschafft. Wie du siehst, reichen schon 10 Minuten aus, um deinem Nacken etwas Gutes zu tun. Nimm dir am besten vor, jeden Tag mindestens eine der Übungen durchzuführen, um so deine Verspannungen nachhaltig zu lösen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du unseren Kanal folgst. Hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar, welche Übung dir am besten gefallen hat. Bis zum nächsten Video.